Hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Draußen gießt es in Strömen. Ich halte mal den Tisch hier fest, sonst haut der auch noch ab. Ja, wir machen heute eine Sache, die wir eigentlich schon länger vorhatten. Eigentlich schon bei Rezept 244, den Chicken Nuggets. Bloß da war ich irgendwie ein bisschen zu faul für. Hab sie dann nächsten Tag doch gemacht. Die Soße ist natürlich ruckzuck weggegangen. Und jetzt will ich sie für euch nochmal zeigen. Ist nämlich eine total leckere Sache. Viel Spaß beim Video. Kühnes Kochkanal. So Freunde, das sind unsere Zutaten für unsere Barbecue-Soße. Wir haben hier passierte Tomaten, davon brauchen wir 500 Gramm. Worcester-Soße, da brauchen wir 3 Teelöffel. Im Hintergrund haben wir roten Balsamico, da nehmen wir 3 Esslöffel von. Honig, davon brauchen wir 3 Teelöffel. Senf, in diesem Fall Dijon-Senf, da nehmen wir 2,5 Teelöffel. Chilipulver, einen halben Teelöffel. Und im Hintergrund haben wir noch Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Ja. Dann würde ich sagen, das war's und wir gehen jetzt an den Herd. So ihr Lieben, alle Zutaten bis auf Salz und Pfeffer sind jetzt in diesen Topf gelandet. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal so circa 2 Minuten bei richtig großer Hitze aufkochen. Schalte danach zurück und bei niedriger Hitze lasse ich die ganze Sache so circa 20 Minuten köcheln. Wer es ein bisschen dickflüssiger haben will, gibt noch 5 oder 10 Minuten drauf. Danach wird alles noch heiß in Gläser abgefüllt. Ja, und dann seid ihr bei eurem nächsten Barbecue-Abend der große Held. Ja, Freunde, kurzes Fazit, eine leckere Soße, auch als Dip verwendbar. Genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer in der Infobox. Ihr könnt die Soße natürlich auf euren Geschmack abstimmen. Der eine mag nicht so doll diese Balsamico-Note oder der mag es ein bisschen schärfer. Probiert es einfach aus, ihr werdet es auf keinen Fall bereuen, total lecker. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Netten Kommentar, abonnieren könnt ihr immer unten rechts, darüber würden wir uns sehr freuen. Und wenn das Bild jetzt wackelt, liegt das daran, dass man gerade mal wieder so ein kleiner Sturm hier drüber zieht. Aber ist nicht so schlimm. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Habt noch einen schönen Sonntag. Bis denn. Kühnes Kochkanal.